Willkommen zurück, liebe Leute, zu der jetzt hoffentlich letzten Folge von Captain Toad Treasure Tracker Spezial Bonus Level Mingus Doppelgänger? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Fight time! Hallo, hat sie irgendwas zu sagen? Und Leben. Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Bonus, oder? Irgendwie habe ich Angst. Aber okay. Was zum Teufel? Jawohl. Oh oh. Oh nein. Okay, Bingo. Nein, 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 nein. Boah, sind die fies. Boah, sind die fies. Boah. So viel zu Captain Toad Treasure Tracker, ne? Aber ihr bekommt immer wieder ein Leben, wenn ihr es nicht vergesst. Also immer auf das Lila achten. Ah, halt, halt. Okay. Na komm. Nein. Oh, es hat beim ersten Mal so gut funktioniert und jetzt faile ich nur. Na komm, gib mein Leben. Ist die Folge nicht ganz so kurz, ne? So. Nein! Och, komm! So, er holt ab. Und er verschwindet dahin. Nein! Komm, wirf. Könnte es nicht so wie Sonic sein? Oh, komm, ernsthaft? Ach nö. So, und jetzt bräuchten wir mal einen Pilz. So. Yes! Und der Bonus ist wahrscheinlich nicht getroffen zu werden. Oder jeweils einmal den Doppelgänger besiegen. Ich bin auf die Bonusaufgabe gespannt. Falsche Mingo nicht getroffen. Yes!
Die Krone zum Greifen nah. Kronen hat's im Wandelwald. Und das auch noch mit Geistern. Zum Glück habe ich den letzten Part nicht zu lang gemacht. Oh ne, ne? So, noch mit... Ja, genau, mit Kirschen. Boah! Ah, Mann! Ne, wir machen das jetzt anders erst. Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, Nintendo. Ich muss das auch noch gleichzeitig machen, während ich die Dinger mache. Die haben doch echt irgendwas zu sich genommen, oder? So. 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 Ja, moin. Das ist doch unfair hoch 10. Ich muss die Geister echt erstmal besiegen. So, komm. So. Jetzt kann doch nicht sein, dass ich erst die Geister besiegen muss, oder? Doch, muss ich. Komm her. Boah. So. Okay. Jetzt, ja gut, ich hab's ja geschafft. Ich habe zwar alle Diamanten und so weiter. Aber ich stelle mir jetzt echt die Frage, muss ich jetzt echt noch alle Geister besiegen? Oh ne, dann drehe ich echt durch. Oder kein Treffer. Das wäre auch noch in Ordnung. Aber alle Geister, nein. No go. Kein Schaden erlitten. Okay. Das sollte kein Problem darstellen. Das sollte wirklich kein Problem darstellen. Ein bisschen Konzentration, kein Schaden. Passt. So. Gut, komm, komm. So. So. Komm. Yes. Einfach einsammeln, dann verschwinden die Geister. Oh, ist geil. Danke, lieber Gott, danke. Bevor wir zum letzten Level kommen, echt nochmal so eine Bonus-Sache. Danke, Nintendo, danke. Münzen waren. 173. Ich weiß, welcher das ist. Halt. Den nehmen wir. Das müsste hier der beste sein. So. Ah, kein neuer Rekord.
So, dann geht es ab zum... Das große Maulwurfs-Labyrinth. Nein, keine Mumie. Nein. Nein. Nein, ist jetzt ein Witz. Das meint ihr jetzt nicht ernst, ne? Jetzt sag mir nicht, ich muss den erwischen. Ist ein Witz. Nintendo, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das ist so total random. Ah! An der Kante hängen bleiben. Komm, und durch den Block. Was zum... Okay. Aber warum? Wo ist denn hier die Kiste? Ach, da. Oh nein. Nein, das ist nicht so eine 50er-Chance. Das wollt ihr jetzt nicht ernsthaft von mir. Alter Nintendo. Mama. Hier ist zum Glück ein bisschen mehr Freiraum, aber trotzdem. Oh nein. Respekt, Nintendo. Das ist hier wirklich das finale Level in Captain Toad Treasure Tracker. Also... Für das, was Captain Toad eigentlich darstellt, ist es wirklich hart. Nein, 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 nein. Oh, da ist das Ziel. Ah, ich will da durch. Das andere brauche ich nicht. Okay, das ist nur das. Durch da. Puh. Was hast du? So. So. Jetzt sag bloß, ich habe noch den Tod da gleichzeitig an der Backe. Oh, super. Geil, ich habe den einen Tod noch gleichzeitig an der Backe, ey. Okay, nein, der gab nur Bonusmünzen. Okay, dann ist gut, dann ist gut, das ist gut. Oh, 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 geil, 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 geil. Den nehme ich gerne. Ah, okay. So, komm her. Wow. Einfach durch da. Oh, das ist ja auch wieder gemein. Okay, danke. Egal. Nein. Oh cool, der macht die Blöcke kaputt. Stimmt ja. Okay. Jetzt ist das der Ausgang. Komm. Oh, will ich das?
Oh, aber ja. Ja, das ist der Goldpilz, danke. Gut. So. Egal, durch da. Okay. Ah, verdammt. Durch da. So. Wow. So. Und durch da. Oh nein, jetzt muss ich da auch noch warten. Yes, ich hab ihn. Nein, auch noch Kugelwillis. Oh nee. Yes. So, das gönnen wir uns mal eben. Verdammt. Jetzt habe ich ihn komplett aus den Augen verloren. Da. Nein. Danke. Oh, Pilz. Ich muss ganz kurz ausweichen. Halt, stopp, wir gehen da durch. Ja! Oh, ich hab's geschafft, Leute. So. Danke, Nintendo, danke. Es hat mir nicht, dass ich über so und so viel sammeln muss. Dann drehe ich durch. Na, Toadette? Okay. Liebe Leute, das war jetzt der allererste DLC, den ich durchgespielt habe. Es war der allererste DLC für Captain Toad Treasure Tracker. Und, ja, wie soll man es sagen? Es war die allererste Erfahrung, ein Spiel zum ersten Mal, zum zweiten Mal auf 100% durchzuspielen, denn wenn wir mal ehrlich sind, ist es sogar ein drittes Mal. Denn das erste Mal ist auf der Wii U erschienen. Das zweite Mal ist auf der Switch erschienen und es gab Bonuslevel für die Switch-Edition. Und jetzt gab es einen DLC, was sozusagen das dritte Mal das Spiel auf 100% ist. Ist schon eine krasse Nummer. Muss ich sagen. Respekt an Nintendo für wirklich so ein geiles Spiel. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß und auch das finale Level. Es waren keine 50 Stück. Muah, danke Nintendo. Ihr habt mich nicht gequält, ja. Sie haben das natürlich dann nur auf 25 runtergekürzt. Aber selbst diese 25 waren neu. Es fühlte sich komplett neu an. Es waren wirklich neue Ideen. Alleine mit den ganzen Kronen. Das war einfach genial. Dann den Ausgang zu finden bei der letzten Mumienschanz. Es war wow. Nintendo, egal was ihr da jetzt alles noch plant oder was noch kommen wird, ihr macht genau den richtigen Weg. Ich freue mich auch schon da in dem Augenblick auf Mario Maker und so weiter und so weiter und so fort. Aber hier an der Stelle Respekt. Wirklich Respekt. Das habt ihr super hinbekommen. Danke fürs Spielen. Thanks for playing. Ja, Nintendo hat alle Rechte daran und so weiter und so weiter und so fort. Ist in Ordnung.
Was? Das ist nicht dein Ernst. Okay, Leute, eine Folge wird es noch geben. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich mache das wieder im Livestream. Haut rein. Tschö, tschö.